Jo Leute, da sind wir wieder, der Ben und der Flo im Chill-Modus und fast nicht mehr krank. Das stimmt, hey, du hast wieder eine Stimme. Ja, naja, also deswegen konnten wir die letzten Tage nicht aufnehmen. Ich war komplett, ja, ich würde es nicht mal heiser nennen. Er war komplett sprachlos von ja. Der letzten Challenge. Das auf jeden Fall, ja. Und auf den Abend gesehen geht meine Stimme ab und zu immer noch weg. Also wenn ich mal so einen gewissen Equalizer in der Stimme habe, dann freut euch einfach und nehmt es mit einem Grinsen. Ja, ich hoffe, euch geht's gut und der Ben darf mal wieder vorlegen. Ach, hey, guck mal, Winstreak minus 1. Ich glaube, das warst du. War ich das? Ja. Na, zuletzt habe ich mit Eden gespielt. Hat Eden Nee. Jetzt bin ich verwirrt. Das letzte, was wir gemacht haben, war deine Challenge. Und davor hab ich doch... Dachte ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ah, ist ja egal, oder? Oder hatte ich Isaac gespielt? Hat der Isaac was? Nö. Nö. Also hast du Isaac gespielt? Doch, das Herz. Stimmt. Ich habe mit Isaac gespielt. Ah, du hast den Teufel nicht geschafft, oder was? Genau. Ah, du bist ja ziemlich schlecht. Aber das heißt. Ja, das ist ein bisschen zu einfach. Ja, komm, random! Dass du dich schon nie entscheiden kannst und dann kriegst du so eine Scheiße. Das stimmt, mit ihr haben wir eigentlich schon einen Teufel geschafft. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie schaffen, mit ihr zu Isaac zu kommen in den Himmel. Boom! Gleich mal. Ja. Charming Tears, also jetzt noch eine ordentliche Schussfrequenz und es wird extrem witzig. Oder Glück. Ja. Aber ich bin ein Zombie. Oder ja, ein Vampir, kein Zombie. Außer es kommen natürlich die Gegner, die normalerweise vor einen abhauen und die dich dann auf einmal angreifen. Damit habe ich bis jetzt nur schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, guck mal, du hast bis jetzt noch nicht eine Spinne gehabt. Also ist doch ganz so schlecht. Deine Freunde, die kommen wahrscheinlich jetzt geballt im Bossraum. Alle mit einmal. Geld. Also. Geld. Also, ja, nimmt man mit. Hast du den einen Raum noch? Ja, weil ist ja egal, ob ich einen Herzschaden kriege oder nicht, weil in der ersten Ebene gibt es ja noch keine Teufelsräume. Geld. Ist ja fast so am Überlegen, ob man nochmal in den Shop reinschaut, oder? 8 Münzen. Der Pillenbeutel. Ja. Denkt an eine gute Spende auch an den Automaten. Ja. Die Fly. Sehr gut. Full Health, ja. Achso, und entschuldigt, Achtung, wenn ich immer ab und zu Achtung. Einmal husten muss. Ja, ist es halt noch drin, wa? Und Speed up. Aber du hast zum Glück den Automaten nicht. Vielen Dank! Gesprengt. Das wäre doch Dramor gewesen. Ja. War so das Dankeschön wegen der Brady Fly und dem Speed up. Ja. So schön dreimal den Automaten gesprengt mit einer Explosive Diary. Ja, ich weiß nicht, ob der sowas wie ein Cooldown, also Explosions-Cooldown hat. Naja. Er liebt uns! Ich denke, er hat schon, also du kannst jetzt nicht, wenn die gleichzeitig gelegt werden, aber du legst sie ja hintereinander. Naja gut, aber ich meinte halt so ein Cooldown, wenn der einmal getroffen wurde, kann der in der nächsten 1 Sekunde oder halben Sekunde nicht nochmal. Ja. Und in dem Abstand explodieren die Bomben ja schon irgendwo. Angst. Ah, das hört sich gut ausgewählt. Ich glaube, er ist auch ungefährlicher, wenn er nach unten oder oben schießt. Ja. Naja, was, weil er was dann zu beweisen ist. Ja, er streut halt nicht so. Also der schießt halt dann die gerade Linie stimmt, nach unten. Ja. Nee. Wenn wir dann seitlich von ihm stehen, dann weiß ich, dann guckst du immer so, wo ist jetzt die Lücke in seiner komischen Welle? Ja. Na, dann auf jeden Fall schon mal den Shot Speed. Mein? Dein. Na, von uns beiden mehr Shotspeed. Ja. Yeah, Curse of Darkness. Warum immer ich? Du wirst sterben. Das ist deine Spinnen. Ja. Oh, ich habe diesmal dran gedacht, dass hier auch noch diese kleinen Spinnen rumrennen. Ich nicht. Da war ich gerade doch ein Stück weit stolz auf mich. Und da ist kein Schlüssel. Alter, ich sehe nichts. Und Spinnen. Deine Freunde. Ich habe eine Liebe. Ich habe mit einer Liebe gemacht. Die war verliebt und hat mir keinen Schaden gemacht. Der Hammer. Gut, ne?
Ey, ich erkenne hier überhaupt nichts. Du hast keinen Schaden bekommen. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Ich auch nicht. Ich sehe immer noch nichts, hab ich schon mal erwähnt. Was siehst du? Ich sehe nichts. Ach so. Ja, Spinnen, deine Freunde, ich hab's gesagt. Ja, die lieben sich. Partig mit mir! Partig! Kommt dann sonst auch eine Spinne raus aus dem heulenden Monster? Aus welchem? Aus dem heulenden? Ja. Sehen? Na, zum Goldraum. Schlüssel gefunden. Hab ich gar nicht gesehen. Geld. Ja, also ich werde auf jeden Fall den Automaten wieder was spenden. Insofern ich noch einen Schlüssel finde. Niemals, sagt das Spiel. Noch mehr Spenden. Der war doch so schlimm, wenn er ihn geliebt hat. Ja, oh, er hat einen anderen Gegner. Wenn jemand anderes im Raum ist, dann geht's. Ein Glück. Ey, wo ich mir so dachte, so, ach, das ist so ein einfacher Gegner, der macht nichts Schlimmes. Als ob er immer so aggro auf mich drauf losging. Das hat mir fast gesprengt, ey. Wie? Oh ne, dein ist doch nicht so. Ich hab meins ein paar Mal angeschossen. Alter. Ah, geht ab zu mir. Ah, okay. Ich hätte mal irgendwie noch gewollt, dass du zumindest wartest oder so. Ich hätte nicht gedacht, dass die Explosion wirklich so stark ist, dass das das Fass mit weghaut. Guck mal, du siehst eine Steckdose. Ja, aber ich bin kein Vampir mehr. Ich war so schön. Und so gut vor allen Dingen. Ich hab diesen komischen Spinnen so gut ausgewischt. Oh nein. Musstest du dich wieder in die Luft sprengen? Musstest du mich wieder töten? Wieso ich? Du hast dich in die Luft gesprengt. Nicht ich. Erst ab. Also, wir haben jetzt ganz schön ins Glück, muss ich sagen. Das Herz würde ich nach dem Boss holen. Ja, obwohl, da könnte ich ein blaues Herz nehmen und du hast eins. Naja, gut. Ja, na, weil ich schon ein Herz Schaden bekommen haben eigentlich in der Ebene. Ja. Wir hätten uns mit in die nächste Ebene nehmen können, aber wir werden natürlich nicht getroffen. Oder Spock. Achtung, der Laser hat mich vergessen. Das war keine so tolle Idee. Der lasert aber nur nach rechts übrigens. Also, wenn man dir irgendwie helfen kann, dann sagst du Bescheid. Ja, na, das war doof, dass du ihn dann weg... Oh, das gibt's doch nicht. Wodurch habe ich das halbe Herzschaden bekommen? Wie? Hä? Das Meetup macht noch Schaden, oder? Ja, ja. Könnten die Bombe holen und... Na, gehen weiter. Zwei Bomben draus machen. Da oben lag eine Doppelbombe. Stimmt. An die hab ich gar nicht mehr gedacht. Und du hättest noch spenden können. Aber nein! Curse of the Blind! Voll der Spendeapostel. Das heißt, du hast kein Item, glaube ich. Ja. Jesus. Also diese Charming Tears sind schon was Geiles. Das muss man echt mal sagen. Ich komm halt so recht oft, das ist ganz cool. Also hätte ich jetzt nicht mal gedacht. Ja, na, wir haben halt gutes Shot Speed. Gutes Shot Speed? Gutes Shot Speed! Was soll mal viel ausmachen? Sehr, sehr schön. Darfst du übrigens nicht getroffen werden, weil ich ein cooles Herz habe. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, dem auszuweichen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nach oben. Ich könnte fast denken, du hast irgendwie trainiert und das ist nicht mal der Fall. Ich habe gerade so gut gegessen, ich bin gestärkt. Das stimmt, ja. Das wolltest du unseren Zuschauern noch erzählen, was ich dir da für Steine im Bauch gelegt habe. Das waren einfach nur enorm viele Nudeln mit extrem viel Käse und noch mehr Knoblauch und Chili. Und Pesto. Und Pesto. Das hat sich irgendwie verbunden im Magen. Mom's Bra, Mom's Contact. Was ist besser? Nehmen wir das mit. Kriegen keinen Schaden. Ich wollte gerade sagen, wir kriegen ja keinen Schaden mehr. Haha. Ja. Jedenfalls, das war mega lecker, aber es liegt einfach mal wie so ein Stein im Magen, dass ich komplett träge bin. Aber es scheint ja zu funktionieren, das ist ja das Schlimme. Ja, also, ich bin dadurch vielleicht einfach nur ruhiger. Du solltest immer träge sein. Das war riesig. Danke mir. Ich danke dir. Huldige mich. Ich huldige dich. Das ist gut. Wir haben noch einen Scheißhaufen gesehen, oder? Das stimmt. Teufelsdienst ist sowieso doof in dieser Ebene. Warum? Weil wir nicht wissen, was da liegt. Ja. Deswegen kannst du aber trotzdem schon mal rein, weil wir wollen ja keine Teufelsdienst. Wir müssen ja einen bekommen, um einen abzulehnen, um Engelsdienst zu bekommen. Da hast du natürlich recht. Aber magst du mir das blaue Herz geben? Nein.
Okay. Mmh, war das schön. Ah, ich dachte, der macht nur Angst. Nee, nee. Das macht... der Tampon? Nee. Nicht der Tampon, sondern die Binde. Ah, die Binde, ja, stimmt. Oder, nee, die Binde hat verlangsamt. Hat die Angst gemacht? Diese Uhr hat verlangsamt. Na gut. Komm mal fliegen, das schaffst du. Alter, der springt sich selber. Da macht es auch keinen Schaden. Oh, dadurch, dass du da an der Wand steht, durch den... Achso, dadurch, dass es nach oben springt. Ja. Ich habe trotzdem Angst, dass er... So. Muss ich reingehen und wieder rausgehen oder einfach komplett ignorieren? Ich würde mal reingehen und reingucken und dann mal da... Also nichts nehmen halt. Achso, ich habe übrigens nochmal nachgeguckt. Die Edentogen erhältst du, sobald du das Herz besiegst. Okay. Also nichts mit Devil Deals. Nee. So. Flo? Keine Ahnung. Sag. Sag du doch und dann hören ich auf dich. Ich sag links. Also muss ich das rechts nehmen? Ja, aber wenn ich links weiß, dass ich links sagen würde und dann damit ich rechts nehme, dann... Flo ist schuld. Bandage Ball. Naja. Flo ist schuld. Sehr gut. Das war ja klar, das wäre der Harbinger gewesen. Dann wäre es eigentlich mal die Frage gewesen, oder generell interessant gewesen, ob du es auswählen konntest zwischen Bandage Ball und Meat Cube. Und Meat Cube. Oder Cube of Meat, ja. Achso, jetzt kannst du natürlich gerne wieder mitmachen. Haha, nicht deiner. Haha, gut. Ey, weißt du, ich war so gut ohne dich. Kaum bist du drinne. Okay, man muss das Ding ja runterziehen, ja. Das Schiff runterreißen. Jetzt kann sogar noch einen Job gehen. Wenn du willst. Jo, das war eigentlich der Plan. Der Plan. Liegt euch und dann tötet euch. Wieso kommt jetzt keine Träne? 100.000 Tränen. Ah. Warum kommt keine rosane Träne? Träne der Liebe. Ich mag doch Tränen. Was ist denn los? Jo. Das auch. Hm. Naja. Spendest du dir die Münzen schon mal? Ja. Oh, und da war es das auch schon wieder. Da waren das jetzt, wie viel sind es gewesen? 6 Münzen in dem Run? Ja, etwa. Aber da wir ja gesagt haben, wir wollen das Ding so schnell wie möglich voll kriegen. Punkt. Ich musste gerade versuchen, deine Nudeln drinne zu halten. Es tut mir leid. Es war nicht so einfach. Ja, ja. Schon schlimm, wenn so ein Stein noch immer hochkommt. Ja. Ich will nochmal! Alter Mensch! Wollen wir da rauskriechen? Ja, nee, was. Dadurch, dass wir gesagt haben, wir wollen so schnell wie möglich den Automaten vollkriegen, damit man einfach die geilsten Items in diesen Job kaufen kann. Diesen Job mehr. Besonders. Job, Job. Job, Job. Darf ich nicht getroffen werden, hab ich gehört? Kennst du ja? Ja, ich dachte, das kann nicht droppen. Oder ist das nur eine Sache vom Bosshaufen? Das... ich weiß nicht, also... ich kann ja nicht mal wirklich sagen, ob das jetzt generell so ist, oder ob das jetzt durch den Poop kommt. Nee, das mit Poop hat nichts zu tun, also den hab ich auch schon gehabt und im Bossraum gewesen und... kam halt nicht, ja. Wir hätten den eigentlich jetzt übelst lange rumrennen lassen können. Wir hätten übelst viel Geld bekommen, was uns nichts bringt, weil wir gar nichts mehr einzahlen können, haha. Also, wie schnell der auf einmal sein kann. Also diese kleine Raube. Die ohne Gesicht? Ja. Du hast dann auch noch im Notfällen deinen BH. Ich hab deinen BH vergessen. Dein Sport-BH? Dein Sport-BH, ja. Wunderschön. Sehr gut gelöst. Du hast deinen Level mit. Alter, ist das geil. Jetzt noch Homing-Shots. Dann Homing-Shots, die gegebenenfalls noch betören. Ich dachte gerade, das ist blöde Klospülung. Also vom Item verwechselt, ja. Ich hab zwar gesehen, dass das ein Löffel ist, aber ja. Vom Aussehen... ich wollte gerade sagen, du hast sogar gesagt, du hast deinen Löffel dabei. Sorry, aber... nee. Du musst jetzt diesen Anblick ertragen, das ist ja schlimm, ey. Oh. War das die Brady Fly? Ja. Einer lebt noch. Einer lebt noch. Einer wird noch. Einer wird noch tot. Ah, ich war's. Stimmt gar nicht. Doch. Du hast sogar eine Leiche gesehen.
Ahaha. Ich dachte, er geht auf mich. Ich wollte eigentlich nur einen Ball treffen, aber irgendwie. Ja, ich hab's gemerkt. Deswegen dachte ich mir, tötest du mal schnell eher noch das letzte blaue halbe Herz versaut. Versaut. Ja, versaut. Versaubeutelt. Voll viel Mühe gegeben. Kannst auch einsteinern. Erdsteinern. Ja, gut, bei dem brauchen wir es glaube ich nicht. Ja, wenn es jetzt halt, hätten sich irgendwie eine Engel. Ja, eine nee, dann auf jeden Fall. Münzen und Schlüssel. Halala. Weißt du, was ich meine mit, dass die Rauben dann übelst schnell sind? Nö. Wegen was? Ach, wenn die lieben oder was? Ja. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Oh ne. Garantierter Schaden. Niemals. Aber es ist schon mal gut, dass ja keine Steine sind, das sind so nervig. Ja. Ich dachte, wenn ich nicht sehe, ob der schießen wird oder nicht. Sehr gut, sie sind auf ihn gesprungen und sind gestorben. Sieht. Oh, fuck! Yeah. Sieht man, ob er schießen wird? Na, kurz zumindest. Alter, das kotzt mich doch gerade schon wieder endlos an. Man kann deinen Ärger richtig spüren. Was? Los, weil ich dich gerade geschlagen hab! Los, töt ihn! Töt ihn! Duell! Nicht mal treffen könnt ihr euch. Tötet euch gegenseitig. Mit deinem Bruder. Hätten wir den noch so irgendwie ein Messer irgendwie auf den Kopf binden müssen. Jetzt kämpft! Die Welt ist übelst riesig, kann das sein? Ja, ist ja schon mal was. Oh, gut. Hätte auch ins Auge gehen können. Dann machen wir erstmal den Boss. Ey. Kannst du ihn dann noch, genau. Ich will erstmal warten, bis er wieder gelandet ist. Es geht nicht. Haha. Oh, wir sind gerade da. Oder. Einfach nur, weil der gerade einen anderen Effekt hatte. Vielleicht, weil der einfach genauso aussieht wie das Bild. Deswegen erschreckt ihn das nicht. Dem passt der BH. Oh, gute Reflexe. Ja, wenn er so kurz slidet, dann springt er schnell. Jetzt springt er langsam. Einfach immer bewegen, wenn er zuckt. Geht auf dich. Ja. Sehr schön. Hat er irgendwie bis jetzt noch kein einziges Vieh beschworen, oder? Also auf meine Position. Ey, wie viel er aber echt aushält. Ja, Damage haben wir bis jetzt nur durch das Essen mal bekommen. Und da ist noch ein Damage. Das ist Damage, oder? Ja. Speed und Damage. Schade, kein Deal. Ja, ja, weil ich mich ja wirklich von Creed nochmal zum Schluss hab treffen lassen. Ja, meine mochten sich. Deine nicht so. Aber ich muss sagen, ich hatte noch nie eine Bombe gehabt, diesen Run, oder? Du wolltest fast eine haben, muss man sagen. Das stimmt, aber ich hatte noch überlegt, na, das Geld nehme ich mit. Da dachte ich so, hey, für was? Den Geheimraum such ich nicht. Wo ich dann gesagt habe, hey, du kannst dir Bomben holen. Aber nein, das habe ich gemacht. Dann, Herz, Junge. Das ist genauso, als würde jemand aus dem Flugzeug springen und während er fliegt, würde zu sagen, hey, du hättest da noch einen Fallschirm. Weißt du? Na eben. Voll dumm, oder? Total. Wer macht denn sowas? Nehmen wir das mit? Was meinst du? Ja, du hast ein halbes blaues Herz. Musst du wissen. Also. Na, erstmal nicht. Wenn du einen Boss gefunden hast, kannst du dann, denke ich, mal anders rangehen. Für eine Bombe könnte ich. Eine Bombe kriegen. Ich weiß nicht. Ja. Aber auch sowas wie blaue Steine. Ich weiß nicht, ob wir heute blind sind, aber. Könnt ihr euch denn nicht mal irgendwie gegenseitig angreifen, wenn ihr euch schon liebt? Das wäre irgendwie mal total cool. Oh, da könnt ihr euch mal Schaden machen. Du musst hier von hinten treffen, Benni. Ach so. Warum sagst du mir das jetzt erst, weißt du? Das ist die 16. Folge und das sagst du mir jetzt erst. Hast du immer voll ins Gesicht geschossen. Ja. Hat's gefreut. Ja. Ist wie so ein Hund. Der Dicke wollte doch noch kuscheln. Und der Geist nicht.
Okay. Riesig. Du kriegst aber nicht meine Schlüssel. Deswegen ist es auch so traurig. Ja. Du wirst Schaden kriegen. Werde ich nicht. Werde ich doch, weil er sich umdreht und schießt. Denke ich. Spontan in mein Gesicht, oder was? Ja. Ist sehr. Wenn du jetzt irgendeinen Schulen das bringst, ich glaube, dann schlage ich dich. Aber du musst dich konzentrieren. Ja. Okay. Deswegen werde ich irgendwie wild um mich schlagen, weißt du? Das stellt keine Gefahr dar. Das glaubst aber auch nur du, weil ich bin jetzt Leo. Ah ne, Virgo. Ich habe vergessen, was das macht. Wenn du getroffen wirst, kriegst du einen Raver-Effekt. Ich dachte, das war Cancer. You feel refreshed and protected. Keine Ahnung. Was weißt du eigentlich? Warum bist du überhaupt hier mit dabei? Weil ich dieses Handy... Nee, ich hatte mal irgendwo ein Handy. Hast du nicht. Ist dieser miese Straßenpenner, der auch Handys klaut, oder was? Ja. Das habe ich schon vor 2 Tagen versetzt. Was meinst du, wie ich mir diese neue Jogginghose leisten konnte? Ah, stimmt, ja. Das kam mir irgendwie komisch vor. Ich dachte mir, hey, du hast irgendwie einen von deinen Nachbarn abgezogen. Ja, du bist so mehr oder weniger mein Nachbar. Also, dass mich das Vieh gerade nicht getroffen hat, war, glaube ich, auch ein Wunder. Du hättest eine Maske dazu gesagt, jetzt sagst du Glück, also. Na, reicht das? Nein. Ja. Aber der wird nicht da sein. Oh, vielleicht der Supergeheimraum. Haha! Ich wusste, dass das so aussieht. Ich werde alles spenden. Oh, geht nicht. Du wirst nichts kaufen. Gelb, diese Pille, Speeder! Oh. Ich hab gerade überlegt, was wir am Anfang hatten. Also irgendwie hätte es, glaube ich, nicht zusammenkommen. Ist die Charming-Träne dann eigentlich auch zielsuchend? Ja. Interessant. Wieso kriegen wir das eigentlich so viel Geld? Wenn wir nicht spenden können. Warum kriegst du die geilsten Gegner ever? Das frage ich mich gerade auch. Aber das war schon mal ganz gut. Oh, ich sehe, du hast die richtige Taktik gefunden. Panik? Ich wollte gerade sagen, ja. Bisschen paniken. Ja, das kannst du machen. Da hast du einen Effekt. Oh. Wenn du getroffen wirst, hast du einen Schutzeffekt. Was natürlich eigentlich ganz cool ist. Was? Ich habe mich doch nie im Leben berührt. Hat er da. Hat er nicht? Fühl mich gemobbt. Von dir! Ja, das ist nichts Neues. Ja, bis jetzt alles okay. Wir haben einen Satan-Ziel gehabt, wir haben abgelehnt. Wir müssen ja nur den Engelsdeal dann bei dem Herz bekommen. Ja. Was nervt mich? Ich würde gerne mitmachen, aber darfst du wieder nicht getroffen werden. Zwei Hände. So, noch ein blaues Herz und dann darfst du mitmachen. Yay, ich freue mich so extrem. Bist du gar nicht. Extrem. Stimme. Wie war's mit dem Equalizer? Ja. Aber es geht noch. Durch den leckeren Kiba-Tee, den wir hier haben. Nom 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 nom. Ich hab ihn gar nicht probiert. Nee, ist doch ziemlich heiß. Kann ich auch nicht probieren. Aber nom nom nom. Du könntest jetzt übelst lange warten und dann übelst viele Kackhaufen kaputt machen. Ich weiß auch, das sind die, die schießen. Das ist irgendwie eklig. Naja, ich weiß. Deswegen hab ich ja gesagt. Das wäre so geil, wenn die entweder irgendwie verwirrt sind oder hier dich lieben, ändern die ihre Flugrichtung und hängen sich dann aber irgendwann in einer Ecke auf. Weil der ging ja auch nur von oben nach unten und nicht mehr quer durch den Raum. Mhm. Na gut, du tust sie ja trotzdem beeinflussen mit Schießen. Das heißt, du könntest sie dann wieder in die Bahn schießen. Ich hasse das, dass sie mit ihrem Mini-Laser sich dann noch bewegen. Ja, ich weiß, ich wurde vom Großen getroffen, weil ich dumm bin. Na und? Jetzt bist du Leo. Schön durch Scheiße gerannt. Kannst du mal bitte jetzt irgendwie deine Fußsohlen abstreifen? Ist ja ekelhaft. Nö. Gott, yeah, ich hab mit mir. Woo! Halbes Herz reicht.
Dann bist du wieder am besten, meinst du? Ja, Ansporn-Modus. Ja. Du hast jetzt deine Kugel nicht mehr, das Beste. Ist mir egal. Achtung. Schade, ich hatte gehofft, dass ich jetzt irgendwie sprengen kann, bevor die... Den Plan schon gesehen, ja. Tudu! Geheimraum? Also, ja, Geheimraum. Was denn? Hab ich beinahe ein Feuer gezogen? Ja, da war ein rotes Feuer. Achso. Genau von meiner Nase auf einmal. The Hangman. Oh, Bombe. Achtung. Bombe? Oh, hey. Da. Alles klar. Hab ich dich durchgezerrt? Nein. Ich bin ganz aus Versehen ins Feuer gerannt. Das macht man doch nicht, Flo. Das weißt du doch. Ist aber immer nicht so leicht. Alter! Wieso hab ich immer die Runs mit diesen übelst vielen Geld? Also, das kein Schlüssel mehr, das ist viel geiler. Na und? Deswegen gehe ich jetzt in den Shop. Das ist nicht der Shop. Aber ein Devil Room. Room, vielleicht. Man kann es ja nur in den Schlüssel machen. Sehr gut, ich kann mir Schlüssel machen. Ja. Devil Room? Devil Room, sag ich doch. Kannst du jetzt schon mal. Obwohl, naja, nimm's mit. Naja, ich würde Devil Room machen und rausgehen. Nee, ich würde. Nee, dann hatten wir ihn ja. Damit gilt es so, als hätten wir ihn gehabt und können dann auch getroffen werden und es ist egal. Ja, aber wenn du nicht getroffen wirst, kannst du ja es auf die nächste Ebene mitnehmen und gehst dann da in Devil Room. Ja gut, dann also, machen wir es so. Ja, weil... Ja, nee, du hast schon recht. Ich weiß, was du meinst. Immer recht! Willst du eigentlich noch mitmachen, oder? Ja, du hast zwei Herzen, die weiß ich nicht. Ja. Ich bin voll dämonisch. Alter Schwede. Jetzt fehlt noch kranker Motherfucker. Ein was? Motherfucker. Willst du alles auspiepen oder was? Ja. Das wird witzig. Dann piep ich auch einfach mal so Wörter von dir aus, obwohl es keine Schimpfwörter sind. Das wird total witzig werden. Viele hätte wissen, dass ich nur Schimpfwörter sage. Und? Oh. Nee. Alter! Darf ich die Karte einsetzen? Du kannst dein Item einsetzen. Sehr gut. Ja, wie auch immer du auf diese Idee gekommen bist, das war top. Warum haben wir das bei dem normalen nicht gemacht? War es dann nicht aufgeladen oder so? Kann sein. Oder du hast einfach deine Spezialfähigkeit, Unfähigkeit eingesetzt. Es war sehr effektiv. Warum unterstütze ich dich da drin, wenn du mich beleidigst? Pieps aus. Ganze Konversation, einfach mal so 5 Minuten lang piepen. Nein, liebe Leute, es ist kein Dinidus, was ihr gerade hört. Dieses Gespräch wird aus Jugendschutzgründen rausgepiept. Ja, das Ganze. Die ganze Folge. Das Bildmaterial wollte er mir trotzdem zeigen. Meine! Das sollten wir uns, glaube ich, mal aufheben, falls uns irgendwann mal die Tonspur fehlt oder so. Spielen wir sowas ein und sagen genau das. Immer wieder, aber auch immer wieder hintereinander. Ja. Nicht sehr viel. Hier gibt's kein Level oder sowas, kann das sein? Fuck. Sorry. Kein Problem, du hast nur blaue Herzen verloren. Ja, das war wieder Dummheit. Ich könnte mal diese. Sehr gut. Fuck. Ah, da oben das Auge. Ich wollte den Ball reinhalten. Ich muss aufpassen mit der Hand. Gut. Kannst du auflassen? Gegen Fuß. Oh, das ist das Einzige. Ah, das hat... Bleiben wir noch vor den Taten gemacht. Ja, na gut. Ja, dass du auch nichts gesagt hast. So, also die Achtung, da kommt der Fuß! Der Fuße, weißt du? Du hast vorher doch gesagt, der Fuß. Aber schiebst du ruhig wieder auf mich? Wie jedes Mal? Ja. Jedes Mal, wenn ich versage, bist du schuld. Weißt du hättest mich aufhalten können. Du hättest mich ja wieder auf die Straße schicken können, aber nein. Kein Devil Deal. Na doch, ich könnte mich jetzt rein teleportieren. Ja. In den Devil Deal. Kannst du machen. Juhu. Top, nimmt mal mit. Yay, ich darf mitspielen. Nein, ich renne es dreimal in die Stacheln. Sofort. Hast du den Goldraum überhaupt mitgenommen? War da eh noch? Ich glaube nicht. War da eine Mutter? Ja,
Ich habe überhaupt nicht drauf aufgepasst, welche Ebene wir sind. Oder ein Shop. Mit ich deinen 99 auch. Münzen. Ich schaff das auch ohne. Du hast mich total abgelenkt mit meiner Unfähigkeit. Du hast einfach deine Fähigkeit wieder eingesetzt. Nein, du hast mich so auf meine Unfähigkeit drauf hingewiesen, dass ich total unfähig geworden bin. Passt gut. Du liebst diese Gegner genauso wie ich? Ja, sie waren nur vor und hinter mir. Das war doof. Na klar. Ja! Du hast doch die gleiche Scheiße getötet wie ich? Ein Stein. Ja. Können wir einfach ausmachen und die ganze Folge nochmal aufnehmen? Warum? Es geht doch. Du hast noch kein rotes Herz verloren. Ich will nicht. Das schaffst du nicht. Das schaffst du. Ich hatte gehofft, dass ich es schaffe, aber... Wenn man nicht so stark in die Steine gerannt, dann hätte sie mich dann als Begleiter gehabt und voll cool und so Begleiter allgemein. Außer jetzt sag ich mal den Cube Bandage Ball. Gab's ja auch gar keine. Nicht wirklich. Komischer Run eigentlich. Ja. X-Steine, wie gesagt. Wir haben nicht einen gesehen und nicht einen gesprengt. Komischer Run, unfähiger Run von mir in mancherlei Hinsicht. Viel Geld. Viel Geld. Ohne es verwenden zu können, aber viel Geld. Geil, wie schnell die sind, ey. Okay, Innos gestorben durch irgendwelche Querschläger. So, einfach auf gut Glück spreng ich diese Steine. Cool. Naja, unter diesen Noppenstein kann was sein, muss aber nicht. Ja. Blauen Steine für Arme oder was? Ja. Hat sich anders entschieden. Ja. Ich mag doch lieber dich. Ja, nimm's mit. Renn drüber, wie ein Verrückter. Sehr gut. Juhu. Wie ist denn etwas? Siehst du, ich geb dir peinliche Tipps, nützliche Tipps. Du gibst mir peinliche Tipps. Neben Tisch gestellt. Das Dumme ist, wisst ihr, wenn die verliebt sind, schießen die nicht. Ja. Sondern gehen einfach nur wieder runter und schießen nicht auf ihre Kumpels, das wäre viel geiler. Eigentlich wollte ich es für sowas nicht einsetzen, aber. Ja, das ist schon nervig, dass ich vor uns schon machen soll. Bei drei Räume kriegt man schnell zusammen. Also machen wir überhaupt irgendwelchen Schaden? Ja, doch, es geht schon, aber das ist halt. Ja, wir haben zweimal Schaden bekommen, also ich denke mal, der wird auch bei 3 sein oder so. Das Schlimme ist, mit deinen hässlichen Herzcontainern kann ich nicht mehr reinkommen. Wieso nicht? Weil ich mit 2 jetzt nehmen würde. Achso. Natürlich doof, das stimmt. Gut ist, dass die auch Schaden an diesen roten Scheißhaufen kriegen. Niemals! Ich bin Scharfschütze! Wir ziehen suchen den Drehen und treffen trotzdem nicht. Ich weiß. Scharfman. Scharfschütze. Oh, scharf. Hättest du noch beworben können, glaube ich. Weiß ich nicht. Hätte ich, ja. Schaden ausnutzen und über Steine rennen. Praktisch immer der erste Schaden, den man im Raum kriegt, kriegt man dieses Schutzschild, ja. Das ist eigentlich ganz gut, da kannst du dann gleich ins Herz rein, wenn du einen Schaden bekommen solltest. Ja. Sehr schön, der hat gar nicht mal Ton gemacht. Gar nicht mal. Gutes Deutsch zu sprechen, ist da deine Krankheit auch für zuständig? Ja, das ist meine Stärke, weißt du doch. Wortfindungsstörung. Dann halt nicht. Krebs, naja. Ich hoffe einfach. Okay. Hast du gehofft, dass kein Gegner rauskommt, oder? Ja, aber dass sie zumindest auch gestunt sind. Naja. Und dann? Super, nicht mal einen Schutzschild bekommen. Nö.
Aua, das Problem sein. Nein, du wirst noch getroffen. Range und... Keine Ahnung. Range. Ja, Range mit. Oh. Das ist zwar schön und gut, aber irgendwie bringt mir das trotzdem alles nichts. Ich hab das Gefühl, dass du immer größer wirst, aber du warst ja schon vorher fett, Maggie. Ja, Maggie ist immer fett. The Womp. Ja, mach mal dein Ding. Ich geh mal in der Zeit, weiß ich nicht, einkaufen oder so, oder zum Arzt, was auch immer. Kannst mal Geld verdienen, damit du mich Penner weiter durchfüttern kannst. Bist du noch Millionär? Ach, sind wir Millionär? Ich dachte, ich bin ein Penner von der Straße. Wie kann ich dann Millionär sein? Ja, weil du jetzt hier gerade bist. Achso, ich bin Passiv-Millionär sozusagen. Temporär, bitte. Temporär Millionär. Ich glaube, ich bin mich verschreckt, dass ich Millionär bin, auf immer treffen lassen. Ah ja. Und dort kriegst du wieder keinen Devil Deal oder Engels Deal, was auch immer. Oh, das war knapp. Ist das nicht egal, da ist sowieso. Wie, da ist sowieso. Kriegt man immer ein. Das ist das Herz, dachte ich. Dann kriegt man da immer ein. Weiß ich nicht, dachte ich immer. Keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, wo bleibt mein Item, aber. Was auf sie. Okay. Das war nur ein Zwischengegner. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hey, ein geiler Ort. Ein Glück habe ich diese Runde drehen. Jo. Die teilen sich, glaube ich, nochmal, ne? Ja. Kommt mein Handy irgendwo. Schätzt du doch wieder. Das war nicht ganz gut. Ich weiß es, aber ich verrate es dir nicht. Da hinten. Verdammt. Jetzt habe ich schon jemanden versprochen. Das muss ich noch verkaufen, gib das her. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du hast es schon verkauft. Online, also gekauft hat er es schon. Ich muss noch hinschicken. Ja, stornieren. Oh, damit kriege ich jetzt... Drei Kisten. Geil. Also, ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld anfangen soll. Geil. Ach, noch eine Münze. Na und? Ich habe 99 Münzen. Das ist mir sowas von egal. Das war der Glückspenny. Jetzt wirst du sterben. Niemals! Nicht in Panik verfallen. Hä? Betrifft das nur die, die auf dem Bildschirm sind? Weil der jetzt sagen, außerhalb des Bildschirms war es, hat es den nicht getroffen? Oder war der einfach nur untergetaucht? Ich denke mal, der war untergetaucht. Also. Okay. Ja, kann ja sein. Im ganzen Raum schon. Deine schwarzen Herzen und so, oder Necromonicon-Effekt halt, der trifft ja auch den ganzen Raum. Trifft doch? Ja. Sei denn, es ist irgendwas untergetaucht halt. Ja gut. Das hätte auch schief gehen können. Das wolltest du aber so. Natürlich. Mit Batterie. Ist schon mal nicht Battery, so schlecht. Battery. Hör auf damit. Das verschreckt nur jeden. Ja und? Weißt du, damit trenne ich die Streu vom Weizen. Diejenigen, die es dann immer noch gucken. Die Streu von der anderen Streu. Was? Boah, das hätte ich nochmal her. Die Streu von der anderen Streu? Ich war auch ein Comedian oder so. Ist leicht aufgeregt, wenn jetzt so rum und ja, den rennen können. Das war ein Risiko. 3, 2, Risiko. 3, 2. Hat er noch eins gesagt? Ich dachte, er hat noch. 2, 3 oder sowas. 2, 3 Risiko. 3, 2. Oh, hat es gut Schaden gemacht mit deinem Bandit Bro. Bandit Bro. Ich will immer wieder Bandit sagen. Kann ich nicht sagen, warum. Oh ne, ich sag jetzt nichts. Können sich die Leute denken. Können sich denken? Verstehe ich nicht. Ja, so siehst du aus. Ich bin aufgeregt. Niemals. Wisst ihr, was ich getötet hatte, ey? So eine schöne hohe Stimme. Das war auch deine, dachte ich, dein Equalizer. Achso, nee. Du musst dich leider enttäuschen. Das kannst du nicht auf mich abwälzen. Verdammt. Na. Der Boss. Ich bin der Boss. Das gehört mal gekuscheln.
auch. Ein kluges Gehirn, das wollte ich. Gehst jetzt mal hin. Die Batterie holen? Oh ja. Sag nichts. Ich hab drauf gewartet. Sag nichts. Und meine Gebete wurden nicht erhört. Was natürlich verliebt ist, ist natürlich auch geil. Das Auge? Mhm. Ich glaube, dann schießt er einfach noch nicht. Das war lustig. Bringt er rein ins Herz. Bennett Paul hat nochmal eine Kugel abgefangen. Alter! Was ist das? Was soll denn das denn gerade? Ich weiß es nicht. Special Effects. Anscheinend. Neu reingepatcht. Extra für dich. Ey, ich komme mit Mackies Größe nicht klar. Ey, ich bin bei dir. Ich tipp auf dich. Achtung, wer scheiße da ist. Blöd. Ich krieg einen Herzinfarkt. Renn einfach rein. Oh, ist das? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab eine Winstreak von 1 erzeugt. Du bist so ein guter Spieler. Ich streichel dich kurz, damit du dich besser fühlst. Warum liegst du denn in der Kiste? Nur weil ich immer blau bin, oder was? Ja. Das finde ich frech von dir. Ich habe zuerst mal gesehen, dass das geht. Ah ne, sind ja vielleicht auch bestimmt, aber sie zugenäht sind. Wir haben WTF unlocked! Triple question mark. Was ist dieses WTF? Hä? Naja, keine Ahnung. Das wird Flo uns, denke ich, in der nächsten Folge zeigen. Vielleicht. Was wir da freigespielt haben. Vielleicht. Und weißt du, was das Coolste ist? Ich muss es nicht mal. Ja. Ich muss nicht mal in die Stats reingehen, um das andere Ende zu zeigen, weil das war das einzige Ende, was ich freigeschaltet habe. Aber top. Wir werden immer besser. Ja. Jedenfalls, Leute, wir sehen uns mit der nächsten Folge morgen wieder. Get it.